Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin Timo Hussein, 36 Jahre alt und Ihr Kandidat für den Bundestagswahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg-Ost für die CDU. Sie haben sich als Treffpunkt den Leisepark ausgesucht in der Heinrich-Roller-Straße. Warum sind wir hier? Das ist in Prenzlauer Berg-Ost mein Lieblingsort. Das ist so eine Art urbaner Park. Es ist schön ruhig, ja, es ist schön grün, aber man hört trotzdem im Hintergrund vielleicht ganz gut zu hören die ganzen Kinder und Familien. Es ist halt so ein urbaner Park, also es gefällt mir. Warum wollen Sie in den Bundestag? Ich will in den Bundestag, um für mehr Sicherheit zu sorgen und für eine bessere Wirtschaft hier im Bezirk für die Menschen. Und warum kandidieren Sie für die CDU? Weil die CDU in allen Umfragen in der inneren Sicherheit und in der Wirtschaft die meiste Kompetenz zugetraut wird und sie auch tatsächlich hat. Und neben innerer Sicherheit, was sind Ihre Herzensthemen? Ja, also ich muss zugeben, innere Sicherheit ist mein Herzensthema. Ich bin aufgewachsen in der Gegend von Kreuzberg, wo Jugendgangs herrschten, wo Kriminalität ein Alltagsproblem war und teilweise noch ist. Und deswegen ist das wirklich mein Herzensthema, weil nur wenn man sicher ist, kann man auch die anderen Freiheiten hier im Land genießen. Herr Hussein, sollten wir Tegel offen halten oder schließen? Tegel muss erstmal für längere Zeit offen bleiben. Wir wissen nicht, ob und wie der BR eröffnet, ob er nicht schon zu klein ist bei der Eröffnung. Deswegen ist es gut, wenn man in der Hinterhand noch einen zweiten Flughafen hat. Alle anderen Metropolen in Europa, auf der Welt haben auch mindestens zwei Flughäfen. Und da sollten wir uns vielleicht ein Beispiel dran nehmen. Prenzlauer Berg in drei Worten? Prenzlauer Berg in drei Worten. Einmal integrativ. Hier kommen Menschen zusammen aus allen Herren Länder und leben ja, friedlich miteinander. Also ja, integrativ. Innovativ, würde ich sagen. Man bekommt es ja mit, so Berichterstattung bundesweit. Immer wenn es einen neuen Trend gibt, dann ist es oftmals der Prenzlauer Berg, wo das stattfindet. Und der letzte Punkt ist heimatlich, also ob zugewandert oder hier geboren. Niemand will dann weg, wenn er erstmal hier ist, weil man hier seine Heimat gefunden hat. Herr Hussein, warum sollten wir Sie wählen? Ja, ich bin 36, ich bin der jüngste Kandidat. Der Wahlkreis ist auch der jüngste Wahlkreis, da passe ich ganz gut zusammen. Und ich glaube, ich würde neuen Wind in die Politik bringen. Ich bin nämlich, anders als die anderen Kandidaten oder Bundestagsabgeordneten, nicht links, sondern eher bürgerlich. Und ich glaube, das tut dem Wahlkreis auch mal ganz gut. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.